kurzlebig. Einige der Teilchen existieren nur eine Zehntelmilliardste Sekunde. Je heftiger die Protonen aufeinandertreffen, desto spektakulärer das Ergebnis. Hier entsteht der große Hadronenbeschleuniger der Europäischen Kernforschungsorganisation CERN. Dazu wird ein 27 Kilometer langer Ringtunnel in den Fels unter der schweizerisch-französischen Grenze getrieben. Mit diesem Ring aus supraleitenden Hochleistungsmagneten können Protonen mit mehr Kraft aufeinander geschossen werden als je zuvor. Einige Wissenschaftler glauben sogar, bei diesen Kollisionen könnten sogenannte Wurmlöcher entstehen. Kleine Tunnel in der Raumzeit, durch die Elementarteilchen theoretisch vor und zurück durch die Zeit reisen könnten. Ein Proton braucht nur eine Zehntausendstel Sekunde, um durch den Ringtunnel zu rasen. Wobei es zwischen Frankreich und der Schweiz hin und her flitzt. Wenn die Protonen aufeinanderprallen, haben sie fast Lichtgeschwindigkeit erreicht. Licht erreicht die schnellste Geschwindigkeit, die im Universum möglich ist. Nichts kann schneller sein. Oder doch? In den kleinsten Maßstäben scheinen andere Gesetze zu gelten. So ist es möglich, dass ein Teilchen auf eine Seite eines Hindernisses trifft und gleichzeitig auf der anderen Seite erscheint. Kölner Wissenschaftler haben Mikrowellen durch ein 12 cm dickes Hindernis mit Überlichtgeschwindigkeit geschickt. Die Wellen übertrugen sogar Informationen. Einen Teil von Mozarts 40. Symphonie. Selbst wenn wir solche Ereignisse verlangsamen könnten, müssten wir Milliarden Jahre leben, um sie mit unserer Wahrnehmung zu beobachten. Viel in unserer Welt bleibt uns verborgen, weil es zu schnell abläuft. Während eines Lidschlags macht eine Fliege 20 Flügelschläge. Fängt ein Salamander seine Mahlzeit? Oder finden Millionen von Partikelfeuerwerken statt? Aber mit technischen Mitteln können wir auch Vorgänge sichtbar machen, die für unsere Wahrnehmung zu langsam sind. Um diese Vorgänge zu beobachten, müssen wir den Zeitablauf beschleunigen. Pflanzen besitzen wie wir eine eigene Zeitwahrnehmung. Sie erkennen die Veränderung der Tageslänge im Laufe eines Jahres. Damit bestimmen sie den Zeitpunkt der Blüte. Und einige Pflanzen blühen sogar zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Welt der Pflanzen wirkt selbst bei starker Beschleunigung beschaulich und langsam. Ganz im Gegensatz zu unserer.
In dieser Geschwindigkeit betrachtet, wachsen Städte vor unseren Augen, als wären sie lebendig. Im Maßstab von Tagen, Monaten oder Jahren zeigen sich auch in der Natur ganz eigene Gesetzmäßigkeiten. Viele sind durch die Abfolge von Tag und Nacht vorgegeben. Durch die Drehung der Erdachse scheinen Sonne und Mond auf- und unterzugehen. Doch die Bewegung der Himmelskörper verursacht noch viele andere Phänomene. Die Gravitationskräfte von Sonne und Mond wirken auf die gesamte Erde. Aber nur die Wasserkörper zeigen dadurch eine sichtbare Formveränderung, Ebbe und Flut. Die Form der Ozeanbecken beeinflusst den Verlauf und die Höhe der Gezeiten. Einer der größten Tidenhübe zeigt sich an der südwestlichen Küste Englands, wobei Flut das Wasser um mehr als 10 Meter ansteigt. Die Kreisbahnen von Erde, Mond und Sonne bilden einen sehr komplexen Bewegungsablauf. Während etwa eines Monats umrundet der Mond die Erde, wodurch er jede Nacht an einem anderen Punkt des Horizonts erscheint und unterschiedlich von der Sonne beleuchtet wird. Im Verlauf des Monats durchläuft er einen vollen Zyklus von Vollmond über Neumond bis zum nächsten Vollmond. Die Veränderung der Stellung von Mond und Sonne wirkt sich auch auf die Gezeiten aus. Wenn bei Voll- oder Neumond Sonne und Mond in einer Linie stehen, steigt das Wasser höher. Dann herrscht Springflut. Wenn Sonne und Mond im rechten Winkel zueinander stehen und der Mond nur halb beleuchtet erscheint, herrscht Nippflut. Einige Lebewesen registrieren diese Veränderungen. Die urtümlichen Pfeilschwanzkrebse verfolgen die Zyklen des Mondes bereits seit hunderten Millionen Jahren. Sie legen ihre Eier am Strand ab, um sie vor räuberischen Fischen zu schützen. Für die Eiablage warten sie auf die Zeit der Springfluten. Dadurch bleiben ihre Eier bis zur nächsten Springflut sicher im Sand vergraben. Wir Menschen mussten viel forschen und experimentieren, ehe wir Sekunden und Minuten genau messen konnten. Die genaue Länge von Monaten und Jahren zu bestimmen, war aber mindestens ebenso knifflig.
Durch die komplizierte Mechanik zwischen den Himmelskörpern erwies sich die Entwicklung von Kalendern als tückisch. Einige Zeitrechnungen beruhen auf dem Mondzyklus, so wie der islamische Kalender, der aus 12 Mondmonaten besteht, von denen jeder mit dem Aufgehen des Halbmondes beginnt. Nach diesem Kalender werden religiöse Feste und Feiertage festgelegt. Andere Systeme, wie der gregorianische Kalender, der in der westlichen Welt seit 1582 verwendet wird, beruhen auf unserer alljährlichen Sonnenumrundung. Solche Kalender sind wesentlich besser auf den Jahreszeitenzyklus abgestimmt. Da eine Runde um die Sonne aber die unpraktische Eigenschaft hat, ein paar Stunden mehr als 365 Tage zu dauern, wird seit Julius Caesar alle 4 Jahre ein zusätzlicher Schalttag eingefügt. Leider passte aber auch diese Regel noch nicht ganz zu den Vorgängen im Weltall. Damit der Kalender noch präziser dem astronomischen Jahr entspricht, lässt man seit Papst Gregor dem 13. den Schalttag alle 100 Jahre einmal ausfallen. Kalender, die den Wechsel der Jahreszeiten vorhersehbar machten, erlaubten uns, den Anbau von Feldfrüchten besser zu planen. Und die Herrscher wussten dank des Kalenders immer ganz genau, wann die Steuern fällig waren. In Zeitspannen von Jahren betrachtet, verändert sich die Welt auf überraschende Weise. Auf der Oberfläche dieses Bronzedenkmals entsteht durch Feuchtigkeit eine grüne Patina. Verantwortlich dafür sind Kristalle, die sich über Jahre auf der Metalloberfläche bilden. Wir können heute dieses Kristallwachstum sichtbar machen, auch wenn es 20 Jahre und mehr dauert. Wir können sogar Zeugen noch größerer Zeitspannen werden. Und das nicht nur im mikroskopischen Maßstab. Betrachtet man die Erde über den Verlauf von Zehntausenden Jahren, werden dramatische Veränderungen erkennbar. Verantwortlich dafür ist ein Taumeln der Erdachse, das uns einen turbulenten Flug um die Sonne beschert. Dieses Taumeln durchläuft einen Zyklus von 25.800 Jahren. Zugleich wandert der Neigungswinkel der Erdachse im Verlauf von 41.000 Jahren hin und her. Und diese beiden Bewegungen werden noch von einer weiteren überlagert. Die Form der Erdbahn um die Sonne verändert sich in einem Zyklus von 100.000 Jahren. Zusammen führen diese Bewegungen dazu, dass zu manchen Zeiten eine Halbkugel weniger Sonnenstrahlung erhält, wodurch die Eiskappe am Pol wächst. Und dann wieder abschmelzt, wenn mehr Sonnenenergie auftrifft. Diese sogenannten Milankovitch-Zyklen haben die Erdgeschichte seit Hunderttausenden Jahren geprägt. Eiszeiten wechselten immer wieder mit Warmperioden ab. Damit veränderten sich auch die natürlichen Lebensräume. Wälder verwandelten sich in Buschland oder in Tundra. Dehnen wir unseren Beobachtungszeitraum auf mehrere Millionen Jahre aus, zeigt sich, dass die Veränderung nicht nur die Lebensräume betrifft. Auch die Kontinente sind ständig in Bewegung. Mit derselben Geschwindigkeit
wie unsere Fingernägel wachsen. Die Bewegung der Erdkruste unter dem Pazifik, der größten tektonischen Platte, erzeugt ringsum heftige geologische Aktivität. Im extremen Zeitraffer betrachtet, würde der Rand der pazifischen Platte vor Vulkanausbrüchen glühen. Aber was, wenn wir noch längere Zeiträume beobachten könnten? Wir würden Zeugen eines Spektakels intergalaktischer Größenordnung. Es braucht die leistungsfähigsten Supercomputer, um Bewegungsabläufe dieser Komplexität zu errechnen. Beginnend in 2 Milliarden Jahren wird unsere Milchstraße mit der Nachbargalaxie, dem Andromeda-Nebel, zusammenstoßen. Galaxien bestehen hauptsächlich aus Raum. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass einzelne Sterne kollidieren. Allerdings wird die Schwerkraft die Millionen Sternensysteme neu ordnen. Bis nach weiteren Jahrmilliarden eine neue, gemeinsame Galaxie entstanden ist. Ist damit die Grenze unserer Vorstellung von Zeit erreicht? Viele Wissenschaftler erwarten, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Wenn Materie und Energie so weiträumig verteilt sind, dauert jedes Ereignis unvorstellbar lang. Ein solches Universum könnte einmal sogar gänzlich verschwinden oder plötzlich in einen anderen Zustand übertreten. Vielleicht entsteht dann daraus ein neues Universum mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten von Zeit und Raum. Doch das liegt jenseits der Grenzen unserer Vorstellungskraft. Auch wenn die Technik uns erlaubt, die Beschränkungen unserer Zeitwahrnehmung immer weiter auszudehnen und uns immer neue und überraschende Dimensionen der Wirklichkeit entdecken lässt. Für Camille ist die Wirklichkeit dagegen ein wahrer Albtraum, seit ihr Sohn bei einem Unfall ums Leben kam. Wie sie versucht, damit umzugehen, zeigt gleich ein Spielfilm mit Catherine Deneuve. Heute Abend um 20.15 Uhr mischt ein Street-Art-Künstler die Kunstszene auf. In der Fernsehserie The Spiral. Und um 21 Uhr ermittelt Meryl Streep im Dickicht der amerikanischen Atomlobby im Spielfilm. Ein bewegter Arte-Abend. Hello, talk to me. Привет, поговори со мной. Merhaba, konuş benimle. Hallo. Sprich mit mir. Salut, parle-moi. Wochtun, Chosirinzeit. Ahoi, move some now. Ciao, parlami. Assalamu alaikum, kallimni. Hallo, wanakam. Wange, ennode pesenge. Es steckt der Teufel in dem Kind. Ich bin keine Lügnerin. Du bist böse geboren, J.J. Ich habe Ihr Pferd nicht verhext, Sir. Ich glaube, es steckt doch ein wenig von einer Hexe in Ihnen. Sie haben angedeutet, dass Sie heiraten wollen. Ich liebe dich. Dieses Haus ist ein Verlies. Ein Gefängnis. Kann
Wenn ich Ihnen helfen soll, ich würde alles tun. Was wäre, wenn ich Sie um etwas bitten würde, das falsch wäre? Jane Eyre. Nach Charlotte Bronte. Donnerstag und Freitag bei Arte.